Hallo, meine lieben tarotischen Freunde, und willkommen zu einem Wochentaroskop. Diese Woche mit mir, dem Franz und der Mantikerin. Ja, genau. Hallo. Es tut mir total leid, dass wir jetzt eine Woche ausgesetzt haben mit dem Wochentaroskop. Es lag daran, dass mein Mac in Reparatur musste. Ich habe sogar das noch aufgenommen mit dem iPad, aber das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Und ich hoffe, dass ihr es vermisst habt, denn das würde mir zeigen, dass euch das Format gefällt. Aber jetzt steigen wir wieder ein und ich habe heute den Franz dabei, weil heute ein ganz besonderer Tag ist. Der Franz hat heute Geburtstag. Wie alt wirst du? 12. 12 Jahre und da ist er natürlich als besonders gut geeignet als Glücksfee, um für die kommende Woche eure Karten zu ziehen. Wir machen das nochmal nicht live, weil ja, morgen ist hier große Party und da habe ich leider keine Zeit, live zu gehen. Aber ich denke, ihr werdet auch so Spaß an diesem Video haben und ich hoffe dann sehr, dass wir dann ab September wirklich regelmäßig das auch live veranstalten können. Wie üblich haben wir schon mal was vorbereitet. Der Franz hat den Spirit Guide aus dem tollen Deck von Carrie Paris gezogen, der für die kommende Woche gelten soll. Die Woche, die Montag am 31. August beginnt und dann noch bis zum 6. September geht. Wir sind jetzt hier also mitten in der Jungfrauzeit. Die ist ja schon jetzt seit einer Woche ungefähr aktiv. Und da haben wir eine spannende Karte gezogen, wie ich finde. Wie heißt sie denn? Ich kann das nicht richtig aussprechen. Keindle? Kindred. Kindred. Kindred, das ist die Verwandtschaft. Und das finde ich eigentlich einen schönen Hinweis. Die Jungfrau als Grundenergie ist ja auch dazu da, zu vernetzen und miteinander in Kontakt zu bringen, Nützliches zu verbinden. Und da finde ich fast die Verwandtschaft sehr schön. Es geht in der kommenden Woche für uns alle darum, nicht immer uns antagonistisch gegeneinander aufzustellen, Sondern sondern zusammenzuarbeiten. zusammenzuarbeiten und das möglichst mit Menschen, die die gleichen Visionen mit uns teilen und wo wir das Gefühl haben, mit denen können wir etwas gut anfangen und da ist auch noch eine tiefere Verbindung als nur die, wo es ums Geld geht. Also besinnt euch auf eure Verwandten. Für uns passt das hervorragend, denn wir feiern jetzt hier ein Familienfest dieses Wochenende. Da haben wir gleich die richtige Karte gezogen. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt gleich in Medias Res und ziehen für jedes Tierkreiszeichen wie üblich eine Wochenkarte. Weißt du, mit welchen Tierkreiszeichen man anfängt in der Astrologie? Widder. Ganz genau. Weißt du auch warum? Weil das für den Raum Ende September, von Anfang Januar bis Mitte Januar geht. Nicht ganz. Ende Januar. Wann haben wir Widder? Widder sind von Ende März bis Ende April. Und wir haben die Widder immer als erstes, weil man früher gesagt hat, mit dem Frühling beginnt das Jahr. Ne? In der Ah. Zeit ist Frühlingszeit. Fische sind das letzte Zeichen des Winters, ne? Deswegen sind sie ganz am Ende in der Krass. astrologischen Also ihr Denkweise. seid immer am Ende. Wir sind immer die Letzten. Ja. Wir, das sind ich und mein Mann. Gut. Dann finde ich, fangen wir jetzt einfach mal an. Ne? Ich nehme mal hier den Spirit Guide weg und wieder ziehen wir mit dem Relative Tarot von Carrie Paris und unser Glücksfranz wird heute die Karten ziehen. Und wie üblich lasse ich die Triangel zwischen jedem Tierkreiszeichen ertönen und dann wird eine Karte gezogen. Also jetzt die Wochenkarte für den Widder. Ja, da drehst du vielleicht die Karte noch um, genau, dann können alle sie sehen. Die 10 der Stäbe. Also Stäbe passt ja schon mal sehr gut, weil das Widder-Element, das Widder-Tierkreiszeichen ja dem Feuer zugeordnet ist. Und wir sehen, dass der Widder hier gerade eine ganz schöne Last zu tragen hat. Das ist auch kein Wunder. Die ganzen letzten Wochen seit Ende Juni ist Mars im Widder unterwegs. Das ist natürlich gut für den Widder. Mars und Widder verstehen sich sehr gut. Aber für alle Widder unter euch, das kann auch ganz schön auspowern. Und man sieht, dass ihr hier so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht.
Am 9. September, das ist jetzt ja wirklich nicht mehr lange hin, wird dann Mars auch noch rückläufig in eurem Zeichen. Ja, und das bedeutet für dich lieber wieder, dass du vielleicht wirklich jetzt nächste Woche mal darauf achten solltest, wofür du deine Energie einsetzt, denn du wirst sie noch brauchen in den nächsten Wochen, gerade bis Mitte November, wenn Mars rückläufig ist, musst du mit deiner Energie gut haushalten. Also bring zu Ende, was zu Ende gebracht werden kann, jetzt in dieser Woche, und schulter dir nicht zu viel auf. Delegiere, gib es an andere ab und setze Prioritäten. Das ist die Nachricht für dich für die kommende Woche. Als nächstes kommt der Stier dran. Ah, der Stier, der hat sich schon durchgearbeitet durch einiges. Lieber Stier, du weißt ja, dass Uranus sich schon seit 2, 3 Jahren in deinem Zeichen aktiv tummelt, so langsam die Mitte des Stierzeichens erreicht. Und Uranus ist halt jemand, der dich aktiviert, der dich doch recht bequemes Zeichen unter Strom setzt und sagt, du musst jetzt was verändern in deinem Leben. Und da hast du jetzt in der kommenden Woche, die ja auch so ein bisschen den Herbst einleitet, wir gehen jetzt in den September hinein, sehr, sehr gute Chancen, neue Dinge anzufangen, energetisch neue Ziele zu setzen. Und ich gehe davon aus, dass du schon deine Prioritäten gesetzt hast. Du spürst etwas in dir, was du gerne umsetzen möchtest. Und wenn es nur der Grundsatz ist, dass du jetzt nach der Sommerzeit endlich wieder Sport machst, fang damit an. Egal was es ist, setze einen Akzent in die richtige Richtung und dann wird nach und nach sich alles sehr positiv für dich entwickeln. Das ist die Nachricht für den Stier. Als nächstes sind die Zwillinge dran. Was hast du denn da gezogen? Aua. Ganz genau, aua. Wieder eine 10, die hatten wir jetzt schon bei dem Widder. Auch für dich, lieber Zwilling oder liebe Zwillinge, gilt, dass etwas bei dir zu Ende geht, aber es ist nicht auf der energetischen Ebene, sondern auf der gedanklichen Ebene. Du scheinst dich mit etwas rumzuschleppen, vielleicht mit einer schweren Entscheidung oder damit, dass dir irgendetwas nicht aus dem Kopf geht, dass dein Kopfkino ständig im Kreis läuft. Und mein Rat für dich ist, lass los. So wie du dich gerade verhältst, wirst du keine Lösung finden. So geht es nicht weiter. Das siehst du ganz deutlich an dieser Karte. Das Allerbeste, was du jetzt tun kannst, ist zu sagen, okay, ich ziehe einen Schlussstrich unter die Sache, die mich so beschäftigt, und setze ganz neu und frisch an. Ja, das kann schmerzhaft sein, das ist ganz klar, aber ich kann dir versprechen, dass wenn du da nicht mehr weiter reingehst, dass du dann wesentlich besser demnächst dran bist. Die andere Sache bei dieser Karte ist oft, dass es dir gut tun würde, ein Worst-Case-Szenario zu entwickeln. Das heißt, du bist in einer Situation, in der du Angst hast. Stell dir das Allerschlimmste vor, was dir tatsächlich passieren kann. Mal es dir so richtig aus und dann kannst du sehr gut sagen, okay, mehr kann ja eigentlich nicht passieren und deswegen werde ich jetzt aktiv und verändere etwas. Das ist mein Rat für dich. Als nächste Karte haben wir dann eine Karte für den Krebs. Hui, ein Indianer. Das ist Winnie Pooh. Na, Winnie Pooh nicht, meinst eher Winnetou. Ja, Winnetou. Ja, die Indianer sind bei uns nicht so wahnsinnig hoch im Kurs, ne? Mit denen hast du dich eigentlich nie so wirklich beschäftigt. Nein. Aber für den Krebs symbolisiert dieser Indianer, der König der Münzen, dass du jetzt eine sehr gute Gelegenheit hast, etwas Neues zu pflanzen. Der König der Münzen, der baut auf Erfahrungen auf der materiellen Ebene. Vielleicht bist du beruflich gerade an einem Punkt, wo du merkst, ja, ich habe jetzt alles da erreicht, was ich erreichen konnte. So langsam werde ich mich mal wieder nach was Neuem orientieren. Aber jetzt genieße ich vielleicht auch noch ein wenig das, was ich gemacht habe. Vielleicht geht es auch darum, in irgendeiner anderen Form etwas zu genießen, deine Talente vielleicht zu genießen, dann aber etwas mit ihnen anzufangen. Der König der Münzen ist immer ein Hinweis darauf, dass etwas zu Ende geht. Wir haben jetzt hier ganz schön viele Zeichen schon, wo etwas zu Ende geht. Du arbeitest ja eigentlich auch dadurch, dass Pluto durch den Steinbock läuft, dein Gegenzeichen, schon viele, viele Jahre damit, etwas in dir zu verändern, deine Talente stärker zu leben. Ich glaube, jetzt
In der kommenden Woche ist ein guter Zeitpunkt, um da nochmal alles zusammenzusammeln und dann zum Herbst hin Nägel mit Köpfen zu machen in neuen Entscheidungen. Sei gewiss, du hast jede Menge Dinge, die andere Menschen interessieren, die du unter die Leute bringen kannst. Tu das. Wenn du gerade nicht in einer solchen Situation bist, dann sagt der König der Münzen, ja, beleg doch mal einen Töpferkurs oder sonst etwas. Also mach einfach etwas Schönes mit den Händen, was dir Freude bereitet. Oder scheffle dein Geld. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Und das ist die Nachricht für den Krebs. Die nächste Karte, die kommt, die ist für den Löwen. Und da ist sogar ein Löwe drauf. Ja, das hast du gut gemacht. Der Löwe, da hat Franz die Stärke gezogen, die tatsächlich dem Löwen zugeordnet ist. Du hattest ja jetzt gerade Geburtstag, lieber Löwe. Bis zum 22. August war deine Geburtstagszeit. Und du hast jetzt die Chance, dich mit all dem zu leben, was du dir vorgenommen hast, jetzt zu deinem Geburtstag, um in dein neues Lebensjahr zu kommen. Du startest da richtig kraftvoll rein. Genieße noch die letzten Sommertage. Lass es dir gut gehen, wie das die Löwen gerne so machen für sich. Auch du profitierst natürlich von dieser Mars-Energie im Widder, denn auch du bist ein Feuerzeichen. Also lebe, was dir Freude bereitet. Sex on the Beach ist eins meiner Themen, die ich dann immer gerne empfehle. Es geht um Flirten, um Spaß haben, um Zufriedenheit. Eine sehr, sehr schöne Karte für dich. Ich wünsche dir viel, viel Spaß in den letzten Augusttagen und Anfang September. Als nächstes sind die, Obacht, Jungfrau. Jetzt kommen. Aber nicht die, sondern ist die, nicht sind die. Sind die Jungfrauen dran, wollte ich sagen. Aber jetzt kommt eine Karte für die Jungfrau. Da musst du dich jetzt wirklich gut konzentrieren. Oi. Na, da kannst du aber stolz auf dich sein. Du hast die Hohe Priesterin für die Jungfrauen gezogen. Aber ich bin gar keine Priesterin. Du bist doch keine Jungfrau. Ja. Du bist eher ein Jungmann. Ein junger Mann jetzt. Mann, bist du schon groß. Ja, die Jungfrau und die Hohe Priesterin gehören natürlich zusammen. Denn die Jungfrau repräsentiert eigentlich als Sternbild eine junge Priesterin, eine junge Frau, die sehr intuitiv ist, die genau weiß, was sie will. Und die ihr Leben selbstbestimmt lebt, ohne dass ihr irgendjemand vorschreibt, wie sie ihr Leben zu leben hat. Und genau diese Karte, die bestimmt deine kommende Woche. Vielleicht hast du jetzt ja auch gerade Geburtstag wie der Franz. Und sagt einfach, hör in der kommenden Woche ganz stark auf deinen Bauch. Überlege jetzt sehr gut, was will ich denn in meinem kommenden Lebensjahr erreichen? Wo will ich denn hin in diesem Jahr? Wo willst du denn hin in diesem Jahr? Nach Deutschland. Ich meine jetzt nicht reisen, sondern welche Ziele hast du dir gesetzt für das kommende Jahr? Besser in der Schule sein. Besser in der Schule sein, finde ich ein hervorragendes Ziel. Für dich. Und ist auch besser für mich. Ganz genau. Was gut ist für mich, ist immer gut für dich. Und kurz gesagt, die Karte von der Jungfrau ist, lass dir nichts sagen. Ja, die Karte sagt vor allem, achte nicht so sehr darauf, was dein Kopf dir sagt, nimm nicht die Ängste so sehr wahr, sondern hör auf deinen Bauch, geh mit dem Gefühl, go with the flow, sagen wir auf Englisch, und dann wirst du richtig gut fahren. Wir haben ja auch bald wieder Vollmond, jetzt mitten in der Woche, ich glaube, es ist Dienstag oder Mittwoch. Nutze diesen Vollmond, um nochmal ordentlich in deine hohe Priesterinnenkraft zu kommen, und dann wirst du ein wunderschönes neues Lebensjahr haben, liebe Jungfrau. Damit sind wir schon bei der Waage gelandet. Und auch für die Waage haben wir wieder eine 10, diesmal wieder die 10 der Stäbe gezogen. Gibt es die zweimal? Wir haben in diesem Deck mehrere Sterbkarten, mehrere 10 der Stäbekarten, weil da unterschiedliche Motive sind. Ja, und die 10 der Stäbe, schau dir nochmal an, was ich über den Widder gesagt habe. Für dich, liebe Waage, ist halt auch, das ist ganz interessant, die Waage ist ja das Gegenzeichen vom Widder. Du bist auch direkt von dieser Mars-Energie betroffen, die durch den Widder geht. Aber während der Mars im Widder den Widder selbst unter Strom setzt, wirst du wahrscheinlich von anderen Menschen stark unter Strom gesetzt, die hohe Ansprüche an dich stellen. Und wir sehen ja hier,
Diese Karte, da wird das Bündel nicht auf dem Rücken getragen, sondern sie nutzt es quasi wie ein Schutzschild, diese Tänzerin, die sehr waagisch aussieht, sehr hübsch. Schirme dich in der kommenden Woche wirklich von den Dingen ab, die andere Menschen von dir wollen. Bleib ganz bei dir. Und ja, wenn du das Gefühl hast, attackiert zu werden in irgendeiner Form, musst du nicht unbedingt deine Schutzmaske aufsetzen, die wir ja alle tragen müssen, sondern versuche dir einen energetischen Raum zu schaffen, der dich abschirmt von anderen, indem du vielleicht genau sowas visualisierst, wie du es hier auf der Karte siehst. Dann wird es dir gut gehen und der auch für dich gilt, es gilt, Dinge abzuschließen, damit du positiv in den Herbst starten kannst. Der achte bis achte Sternzeichen ist das schon. Ganz genau. Nein, das siebte, das siebte. Okay. Und die Waage hat ja dann auch als nächstes Geburtstag. Aber jetzt kommt das achte Sternzeichen, wir sagen eigentlich Tierkreiszeichen, Der Kreiszeichen. und das ist der Skorpion. Ah, das ist etwas unscharf gerade, ne? Was passt zum Skorpion? Die Acht der Münzen. Ja, lieber Skorpion, das ist auch interessant. Die Acht der Münzen sagt, du sollst in der kommenden Woche darüber nachdenken, welche deiner Talente du stärker zum Ausdruck bringen willst. Das ist so ein bisschen wie beim Krebs, der ja auch wie du ein Wasserzeichen ist. Du siehst, wie hier aus den Münzen eine Leiter geschaffen wird, die dir zum Erfolg verhelfen kann. Je stärker du in der kommenden Woche investierst in deine Talente durch Ausbildungen, Trainings oder sonst etwas, umso besser wirst du im Herbst damit Geld verdienen können und Erfolg haben können. Das ist deine Nachricht. Die andere Sache ist, du bist ja auch ein Zeichen, das die Anderswelt mit der jetzigen Welt verbindet oder mit unserer Welt, das mit den Ahnen arbeitet. Und da sehe ich diese halbe Leiter als eine Verbindung zwischen diesen Welten. Zwischen Vielleicht, Himmel und Erde. genau, es ist wie eine Himmelsleiter, ne? Wenn du stirbst, kommst du in den Himmel. Und wenn du am Leben bleibst, bleibst du auf der Erde. Ja, das ist die Hölle. Nein, aber vielleicht geht es wirklich darum, Dinge miteinander zu verbinden, deine seelischen Themen mit deinen körperlichen Themen oder vielleicht kriegst du Nachrichten aus der Anderswelt, jetzt wenn es langsam wieder in die trübere Zeit geht. Ja, denk mal darüber nach. Das ist jedenfalls die Nachricht für dich. Nun kommen die Schützen dran. Ja, und für die Schützen haben wir auch eine sehr passende Karte gezogen, die Vier der Schwerter. Ich lege die mal ein bisschen weiter nach unten, damit man sie noch besser Dem sehen kann. Kämpfer passt es. Die Schützen kämpfen mit den Schwertern, aber guck mal, er hat seine Schwerter ganz ruhig hingelegt und meditiert. Das bedeutet nämlich, die Schützen, das ist übrigens ein Aszendent der Schütze, ne? Sind sehr ruhig. Na, die Schützen tendieren dazu, immer irgendwo hinzuwollen, schnell aufzubrechen und die Wahrheit zu suchen. Diese Karte sagt aber, die Wahrheit, die Antworten, die du jetzt gerade für dich suchst, die findest du am besten, wenn du in dir ruhst und meditierst und erstmal nachspürst, wo will ich denn überhaupt hin? Was ist denn jetzt gerade das Ziel? Es geht nicht darum, durch die Gegend zu hirschen und irgendwas zu erreichen, sondern ganz ruhig zu bleiben und erstmal das zu visualisieren, was du haben möchtest und dann nach vorne zu gehen. Ich sehe hier ein bisschen den Guru in dieser Karte und der Guru, der hat ja durchaus was mit dem Schützen zu tun, mit Wahrheit, mit ja, meiner Anbindung an Religion. Das hier ist das Thema für mich. Ja, nun kommt der Steinbock dran. Der ist immer bockig. Der Steinbock, acht der Schwerter. Bockt wirklich jetzt. Der Steinbock bockt nicht unbedingt, aber der will immer alles ganz klar und vom Verstand her regulieren und lösen und machen und hält das kaum auf, aus nichts zu tun. Aber ebenso wie der Schütze ist der Steinbock in dieser Woche dazu aufgefordert, du lieber Steinbock bist dazu aufgefordert, den Verstand mal sein zu lassen. Du bist vielleicht gerade in einer vertrackten Situation, auch bei dir, wie bei den Zwillingen. Rumort ist im Kopf, du weißt nicht genau, wo du gerade hin musst. Und bleib einfach stehen, lass den Verstand zur Ruhe kommen und bemühe dich, ins Gefühl zu gehen und aus dem Gefühl heraus
deine Lage auszuloten und aufzulösen. Ja, bei dir ist immer noch Jupiter, Saturn und Pluto aktiv in deinem Zeichen. Das sorgt auch dafür, dass du nicht so ganz mobil bist. Aber in den kommenden Monaten wird sich das auflösen und zur Wintersonnenwende hin wird es dir einfach viel besser gehen. Du wirst dich viel freier fühlen. Und deswegen halte diesen Zustand aus. Mache keine unüberlegten Schritte. Du wirst sehen, es wird eine sehr gute Woche für dich. Eben nicht so sehr denken, sondern eher machen. Fühlen. Also ich fühle den Computer. Na, das ist anfassen. Fühlen heißt, die Augen schließen. Und etwas vertrauen, blind. Vertrauen und schauen, was steigt in mir auf, wenn ich die Augen schließe. Das gilt auch für die Jungfrauen, ne? Hohe Priesterin. Was steigt in mir auf, wenn ich die Augen schließe? Welche Bedürfnisse habe ich dann? Und zu versuchen, dann diese Bedürfnisse umzusetzen, nach diesen Bedürfnissen zu handeln und nicht so sehr alles vom Verstand und von der Logik her lösen zu wollen. Okay. Das ist die Nachricht für den Steinbock. Und schon sind wir bei den Wassermännern gelandet. Welches Jahr haben wir jetzt? In welchem Monat? Wann die Wassermänner sind? Ja. Die Wassermänner sind von Januar bis Februar dran. Also war gerade was war gerade nochmal? Steinbock. Steinbock ist dann von ungefähr 22. September. Dezember. Dezember bis Januar. Genau. Also davor hatten wir. Okay. Kann ich weitermachen? Ja. Genau. Da hast du den Tod gezogen. Ah, wir werden sterben. Dumm, 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 dumm. Ich muss laufen, sonst werde ich draufgehen. Nein, der Tod passt sehr gut für dich, lieber Wassermann, denn du weißt ja, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass ab der Wintersonnenwende dein Zeichen stark betont wird. Saturn war schon mal in deinem Zeichen jetzt Anfang oder Mitte des Jahres, wird jetzt bald wieder in dein Zeichen eintreten zum November hin und dann mit Jupiter zusammen eine große Konjunktion feiern. Da beginnt ein neues Thema in deinem Leben. Speziell für die Wassermänner wird das sehr relevant sein und deswegen tust du gut daran, in den nächsten Wochen Dinge zu Ende zu bringen. Ja, dich von Dingen zu verabschieden, die dir einfach nicht mehr gut tun, selbst wenn du noch daran hängst. Das ist deine Aufgabe für dich in der kommenden Woche. Du darfst da auch ruhig ein bisschen traurig sein, wenn du da dich von etwas verabschieden musst. Aber bitte leg den Schwerpunkt darauf, dass es heißt, ich lasse los, was vorbei ist, ich trauere etwas und dann gehe ich in einen neuen, tollen, spannenden, interessanten Zustand, der die kommenden Jahre in meinem Leben prägen wird. Das ist die Nachricht für dich. Ja, nun bin ich sehr gespannt, was für die Fische gezogen wird. Das letzte Sternzeichen. Genau. Und damit auch das letzte Teil für unser Video. Das ist total richtig. Und auch hier haben wir wieder den Ritter der Schwerter. Ist es der Ritter? Nein, es ist der König der Schwerter. Achso, ich habe Neid. Ja, das steht King, ne? Der König der Schwerter ist natürlich etwas, womit die Fische gar nicht so klarkommen, denn da geht es darum, wirklich den Verstand zu nutzen. Ich sage nicht, dass Fische den Verstand nicht nutzen. Ich glaube, ich benutze meinen Verstand sehr gut. Nein. Willst du Stress? Nein. Aber wir treffen dann doch gerne unsere Entscheidungen aus dem Bauch heraus, was andere Tierkreiszeichen nicht so gerne machen. Und in dieser Woche sollen wir das aber nicht tun. Ich sollte aus dem Verstand heraus überlegen, wenn der Franz frech zu mir ist, ob ich da nicht sein Taschengeld kürze und danach handeln und nicht emotional sein und sagen, nein, aber ich habe den Franz furchtbar lieb und das ist ja auch ein ganz lieber Junge und er ist ja auch noch so klein. Nein, das musst du immer machen. Und dann auch noch das Taschengeld erhöhen. Genau. Ich soll überlegen, welche Strategien ich jetzt fahren möchte für die kommenden Monate, für den Herbst. Tatsächlich mache ich das auch gerade. Ne? Ich gehe jetzt gerade wieder aus meiner Sommerpause oder aus unserer Sommerpause mehr ins Business. Und da kommt sehr viel auf uns zu, auf alle anderen Fische, die das hier sehen, sicher auch. Also macht euch einen Plan,
Schludert nicht einfach so rum, es wird schon, sondern schreibt euch die Dinge auf, organisiert euch in der kommenden Woche und dann werdet auch ihr im Herbst erfolgreich durchstarten können. Ja, das war unser Wochentaroskop. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war sehr lustig mit dem Franz. Und wir werden auch bald wieder neue, andere Videos drehen. Wir hatten jetzt wirklich einfach einen Monat, in dem wir mal ein bisschen uns entspannt haben. Ne? War eine schöne Zeit, oder? Ja. Aber jetzt heißt es wieder durchstarten und... ich bin dann mal weg. Super, genau. Aber das war auch eine gute Überleitung mit ich bin dann mal weg. Ja, aber vielleicht... Denn jetzt sind wir mit dem Video auch zu Ende. Genau. Und ich würde aber gerne noch was sagen, denn ich würde mich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Das bedeutet, bitte abonniert unseren Kanal und läutet die Glocke, sagt man, glaube ich. Nein, aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Abonnieren, liken, Glocke aktivieren und natürlich nicht vergessen, Socken inhalieren. Und wenn euch etwas nicht gut gefallen hat, dann schreibt doch gerne einen Kommentar, was wir besser machen sollen. Ganz genau. Klickt auch mal auf unser Bild und guckt euch die anderen Videos an. Ganz genau. Und wir haben aber auch nichts dagegen, wenn ihr uns einfach nur ein Lob schickt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Und wie gesagt, ich bemühe mich darum, dass wir am nächsten Sonntag live das Taroskop machen können. Achtet einfach darauf, wenn ich das ankündige, dann könnt ihr mitmachen und kommentieren. Habt eine wunderschöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Bis dann.